Liebe Freunde, seid gegrüßt. Hier ist MD Vegan. Ja, heute mache ich einen leckeren Schmusi. Und zwar einen Schokoladenschmusi, Kakaoschmusi. Und zwar einen Minz-Kakaoschmusi. Ich zeige erstmal die Minze. Das ist hier, also ich habe hier noch zwei Stiele aus dem Garten. Ja, so sehen die aus, wenn ich die pflücke. Oben sind schon Blüten dran. Dann verlieren die ein bisschen ihre Kraft, die Blätter. Trotzdem, das ganze ätherische Öl in den Blüten, in den Blättern, weil die nimmt man normalerweise, nutzt man die Blätter für die Minze, nur ein bisschen zu reiben. Das sind so kleine Zellen, Drüsen, die sofort riecht es ganz stark nach diesem ätherischen Öl, nach der Minze. Das kennt ihr alle. Das ist gut für die Haut, das ist gut für den Atem. Man kann damit gurgeln, Tee trinken. Aber vor allen Dingen wird es benutzt seit vielen tausend Jahren in Europa, auch überall, als Heilpflanze für den Magen und den Darm. Es beruhigt sehr schön. Und da passt es auch so gut zum... Hier habe ich mir eine ganze Menge, so eine Handvoll, abgezupft von den Blättern. Die groben Stiele habe ich weggenommen, weil die ein bisschen bitter werden und holzig. Möchte man nicht. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Egal, jedenfalls habe ich den Faden verloren. Ja, ich werde es gleich wieder wiederfinden. Also zuerst mal die Minze habe ich euch gezeigt. Genau, die passt so gut zum Kakao, das wollte ich nämlich sagen. Während die Minze den Magen und den Darm beruhigt, man kann ihn auch bei Durchfall benutzen und so weiter, bei Verstopfung und so, also die Minze ist wirklich ein wundervolles Heilmittel, ganz, ganz beruhigend. Er bringt eine ganze Menge in Ordnung und die passt deshalb so gut zum Kakao, finde ich, nicht nur, weil sie so einen tollen Geschmack hat, ja, die so richtig schön diesen Kakaogeschmack hervorhebt, ich habe übrigens zwei große Esslöffel genommen, sondern auch, weil der Kakao ja die gegenteilige Wirkung hat. Er regt mich an, er energetisiert mich, er bringt mich hoch, er erhöht mich. Ja? Er ist ein Aphrodisiakum auch. Also er ist wirklich, er macht einen wirklich ganz schön helle, ganz schön wach. Übrigens interessant, wenn man ihn kocht oder wenn die Kakaobohnen geröstet werden, ja, genau bei Kaffee auch und auch bei der Marihuana zum Beispiel auch, ja, man kann auch das rösten oder rauchen, ja, oder heiß machen, backen, hat eine vollkommen andere Wirkung, als wenn es roh ist. Das ist bei diesen Sachen sehr interessant, denn beim Kakao zum Beispiel hat man eigentlich keinen Herzrasen, wenn man es roh, also unter 40, 41, 42 Grad zu sich nimmt. Sobald man die Bohnen röstet und keinen rohen Kakao mehr hat und ihn auch mit gekochtem Wasser aufgießt oder so, dann wird die Wirkung auch sofort eine ganz andere. Das ist bei vielen diesen Sachen so. Aber gerade bei diesen Sachen, die man auch als Drogen benutzen kann, ja, Kakao oder so. Also da habe ich die rohe Variante mir wesentlich lieber. Bei Kaffee ist es wieder anders, ja. Aber ist ein langes Thema. Jedenfalls wollte ich nur so andeuten, dass es eben auch eine Rolle spielt hier. Und dazu mache ich eben jetzt Bananen und Spinat. Ja, es wird ein Schmusi, ein grüner Schmusi. Ja, hier habe ich drei Bananen, kleinere, aber sehr reife. Und eine Handvoll, zwei Tassen oder so, Spinat klein geschackt. Ja, finde ich eine sehr schöne Grundlage für einen Schmusi. Spinat, Bananen und die Cashews natürlich. Also die habe ich auch sehr gern dabei. Minerallieferanten, Nüsse. Also das haben wir früher mal in Amerika mal gemacht. Da haben wir immer was Grünes reingemacht. Bananen vor allen Dingen und diese Cashews als Grundlage. Ein Schmusi, wenn keine Bananen im Haus waren, dann sagten wir immer, ja, kann man keinen Schmusi machen. Natürlich, mittlerweile weiß ich, dass man eine ganz andere Möglichkeiten hat. Ja, man kann Smoothies auf einer einzigen Zutat machen, nur aus Bananen oder so. Ja. Egal. Ja, jedenfalls, damals war das immer so eine ganz grundlegende Sache, dass man den Smoothie eben machte mit Bananen, Grünzeug rein und Cashews. Jetzt habe ich noch Datteln dazu genommen. Das passt, finde ich, so gut zum Kakao. Wir haben jetzt schon viel Bananen, also brauche ich nicht so viel Datteln. Ich habe hier drei, vier, fünf Datteln. Kakao habe ich gezeigt und als einziges Gewürz dazu nehme ich Zimt. Ich finde auch, neben der Minze, die auch sehr stark hier den Hauptcharakter eigentlich hat, ist der Zimt, also bei vielen, vielen Sachen, mit Kakao zusammen auch, ist er mir sehr, 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 sehr lieb ans Herz gewachsen. Ich fasse alles mal zusammen im Schmusi. Da kommt erstmal jetzt die Banane rein, ganz unten, damit er ein bisschen was zu tun hat, der Mixer. Er hat eben diese schnellen Mixer, also mit großer Kraft arbeitende Mixer, wenn die
anfangen zu arbeiten und da ist jetzt was Festes oder so drin, das kann sein, dass sie damit dann feststecken. Und das ist nicht so gut. Also es wäre gut, wenn die von Anfang an richtig schön arbeiten können, ganz sanft. Sonst hat der Motor das nicht so gern. Dann fängt er an zu stinken, dann fängt er an, das Öl zu verbrennen und so. Das ist gar nicht gut. Also wenn man ein bisschen Wasser reintut unten, ist man meistens ganz gut beraten. Hier bei diesem Schmusi braucht man so ein bisschen mehr Wasser, weil er ja nicht, ist ja viel zu dick. Da ist eine ganze Menge an guten Sachen drin. Ich kann nachher noch Wasser nachfüllen, damit er nicht zu dünn wird. Aber das glaube ich nicht. Also hier habe ich jetzt ungefähr, ich weiß nicht, so 2 Tassen Wasser reingemacht. Vielleicht 3, 2. Los geht's. Blender Dance! Schmusi mit Bananen und vor allem mit Bananen und Spinat. Ja. Und der schmeckt toll, kann ich sagen. Müsst ihr euch unbedingt mal vornehmen. Ihr seht den grünen Schmusi mit den ganzen Nährstoffen der grünen Pflanzen, dem Chlorophyll. Und hier fließt er ins Glas. Plupf. So sieht er aus. Na, wie wär's? Ich werde ihn mir gleich zu Gemüte führen und seine belebende und beruhigende und heilende Wirkung. Die alte Kulturpflanze für Minze ist wirklich gar nicht mehr wegzudenken aus unserer Kultur. Eine der altesten Heilpflanzen, die wir haben. Und ja, wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten. Ich erforsche die gerade so ein bisschen. Wenn ihr daran teilhaben wollt, könnt auch meinen Kanal abonnieren. MD Vegan. Und dann kriegt ihr jeden Tag ein neues Rezept.